Hallo, ich bin Florian Rackl und heute hier im Millennium Golf Club in Villamura und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ihr den Slice mit dem Driver für immer wegbekommt. Das ist diese furchtbare Kurve, die nach rechts weggeht, wo jedes Fairway verfehlt wird. Die Bälle sind nicht lang, sie sind auch meistens hoch und mit sehr, sehr einfachen Schritten werde ich euch heute erklären, wie ihr diesen Fehlschlag wegbekommt, der so weit verbreitet ist. Bevor wir richtig dran gehen, wie wir diesen beseitigen, müssen wir natürlich wissen, was dafür verantwortlich ist, dass diese Kurve passiert. Und das sind zwei große Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Das ist einerseits die Schlagfläche, ja, in welcher Stellung diese Schlagfläche zum Ball kommt, idealerweise gerade. Beim Slice ist die allerdings offen. Ja, deswegen kurvt der Ball auch nach rechts. Im Zusatz dazu ist es auch so, dass die Schwungbahn sehr, sehr entscheidend ist. Und bei den Slicern ist es meistens so, dass die Schwungbahn von außen nach innen schwingt, im Verhältnis zum Ziel. Das heißt, der Unterschied zwischen Schwungbahn und Schlagflächenstellung, der ergibt generell mal eine Kurve in die eine oder in die andere Richtung. Und bei dem Slicer ist es eben vorrangig so, dass die Schlagfläche im Treffmoment geöffnet ist und die Schwungbahn zusätzlich von außen nach innen schwingt. Und genau das gibt dem Ball diesen Trall, diesen Spin, wo er so weit nach rechts abhauen kann. Und genau diese zwei Sachen müssen wir uns heute anschauen. Wir starten als allererstes mal mit der Schlagfläche. Die Schlagfläche kann schon im Setup geöffnet sein, ja, ohne dass es der Spieler eigentlich weiß. Das heißt, wir stehen hinterm Ball, die Schlagfläche kann jetzt hier schon 10, 15 Grad geöffnet sein und der Spieler merkt es aber nicht. Das kann daran liegen, weil man diese Optik, wie der Schläger hinter dem Ball aufliegt, einfach gewohnt ist und als neutral empfindet. Hierbei nehmt ihr euch am besten mal vorne von Video auf oder lasst einen Freund drüber schauen, wenn ihr im Setup steht, wie eure Schlagfläche gestellt ist. Das kann oft ein ganz, ganz einfacher kleiner Schritt sein, ja, und die Kurve wird zumindest schon weniger. Das zweite ist, was hauptverantwortlich ist für meine Schlagfläche und wie sie im Schwung sich verändert, das wird sie, ist der Griff. Und bei den Slicern sehe ich meistens, dass die linke Hand bei den Rechtshänder viel zu sehr hier auf der Seite des Griffes liegt. Der Griff selber ist viel zu viel in der Handfläche drinnen. Ja. Das heißt, der Daumen läuft hier gerade nach runter und ich sehe nichts von meinem Handrücken. Ich sehe, wenn ich gerade nach unten schaue, kein Logo vom Handschuh, ich sehe keinen Knöchel, ich sehe nichts. Ich sehe nur den Daumen gerade nach unten zeigen und merke dann, wenn ich die Hand öffne, dass der Griff mitten durch die Handfläche durchläuft. Die rechte Hand liegt dann meistens dazu auch noch sehr auf dem Griff drauf. Ja, das heißt, hier sehe ich was von meinem Handrücken und das ist eine Griffhaltung, die nicht funktioniert. Denn wenn ich jetzt hier den Schläger gerade ausstrecke und ihr schaut jetzt hier mal auf die Schlagfläche, dann werdet ihr sehen, dass ich die Schlagfläche extrem weit aufdrehen kann, wenn ich meine Unterarme rotiere, aber ich kann sie kaum schließen. Das heißt, die Schlagfläche wird im Treffmoment immer offen sein. Was möchten wir haben am Griff? Ich möchte, dass ihr den Griff viel, viel mehr unten in den Fingern angreift, die Finger schließt. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier Platz in der Handfläche. Hier ist kein Griff. Und ich lege jetzt hier die Hand auf den Griff ab. Das heißt, wenn ich jetzt nach unten schaue, dann sehe ich mindestens zwei Knöchel, das Logo am Handschuh, vielleicht sogar den dritten Knöchel. Und ich spüre, dass ich in der Handfläche selber keinen Kontakt zum Griff habe. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Die rechte Hand kommt dann auch viel mehr von der Seite, nicht oben drauf, sondern mehr von der Seite. Ja. Und hier haben wir jetzt ein kleines V zwischen Daumen und dem Zeigefinger, das irgendwo zwischen meinem Ohr und der Schulter hinzeigen sollte. So, jetzt habe ich einen viel stärkeren Griff, nennt man das, ja, diese Handhaltung. Und es ist mir jetzt möglich, die Schlagfläche bei Weitem nicht mehr so viel zu öffnen, aber ich kann sie gleich weit schließen. Das heißt, ich habe jetzt einen viel besseren Griff, um die Schlagfläche im Schwung und besonders durch den Treffmoment durch und danach viel besser kontrollieren zu können, dass ich die Schlagfläche schließen kann. Das machen wir jetzt als erstes. Ganz wichtig, wenn ihr den Griff als allererstes ändert,
dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eure Bälle, wenn ihr es richtig macht, nach links gehen. Ja? Durch das, dass die Schwungbahn ja immer noch von außen kommen wird, ja, bei den meisten zumindest, ist es absolut okay, wenn der Ball jetzt links, links geht. Ja? Es geht jetzt nur darum, die Kurve wegzukriegen. Die Startrichtung, die machen wir dann mit der Schwungbahn. Das heißt, diese Bälle, die sollten jetzt definitiv links, links gehen, wenn die Schwungbahn immer noch von außen kommt. So wie dieser hier. Ja. Wenn ich jetzt diesen Griff natürlich so stark mache, dann ist das im Prinzip für mich etwas übertrieben. Aber ihr habt gesehen, der Ball war links und das ist das erste Ziel, was wir haben wollen. Das ist für jeden Slicer gut, der die Rechtskurve gewohnt ist, wenn der Ball mit dem veränderten Griff und dem richtigen Setup, mit der richtigen Schlagflächenstellung mal nach links geht. Und das liegt jetzt daran, dass natürlich die Schwungbahn immer noch von außen kommt. Sollte euer Ball nicht von vornherein mit dieser Griffänderung nach links fliegen, dann müssen wir uns noch hier den Release durch den Ball ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist es so, dass bei den Slicern ja auch oft durch die Schwungbahn der Schläger hier so stark nach innen schwingt, dass hier dieses Chicken Wing entsteht. Ja? Und mit diesem Chicken Wing kann ich die Schlagfläche nicht mehr schließen. Ich blockiere mich hier von der Anatomie her. Das heißt, was ich haben möchte, ist, dass ihr bewusst versucht, durch den Ball durch die Schlagfläche zu schließen. Und zwar, indem ihr die Unterarme rotiert und dass die sich hier nach dem Treffmoment kreuzen. Ihr seht das hier sehr, sehr gut. Auch meine Schlagfläche zeigt jetzt direkt zum Boden hinunter. Bleibt meine Schlagfläche durch den Treffmoment durchhin offen, dann wird diese eher zum Himmel hin zeigen. Ja? Das heißt, wir müssen schauen, dass wir durch den Ball durch die Schlagfläche rotieren lassen, dass sich der Schläger schließen kann. Das ist ganz, ganz entscheidend, um hier diese Rechtskurve wegzubekommen. Also machen wir das noch einmal. Jawohl. Und auch hier war der Ball wieder links. Gut, dann haben wir im Prinzip die Schlagfläche korrigiert. Ja. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wie gesagt, noch einmal, die Bälle werden links gehen. Das Zweite, was wir uns jetzt anschauen, ist die Schwungrichtung. Das heißt, das beeinflusst dann hauptsächlich die Startrichtung und die Höhe auch. Ja, und wird dann den Ball auf Bahn bringen, da wo ihr hin möchtet. Und zwar ist es ganz wichtig, dass ihr, wie schon vorher gezeigt, daran denkt, dass ihr mehr von der Innenseite zum Ball kommt. Die Slicer werden sehr, sehr häufig die meisten von außen zum Ball kommen. Ja, und durch das wird der Schwungweg nach dem Ball links vom Ziel sein. Euer Gedanke sollte sein, dass wir den Schläger viel mehr von der Innenseite zum Ball kommen und gedanklich nach außen schwingen, eher rechts vom Ziel. Ja, das ist sehr, sehr entscheidend. Was da passieren muss, ist, dass ihr, wenn ihr den Aufschwung vollendet habt, hier, dass der Schläger aus dieser Position als allererstes hinter euch zurückfällt, bevor ihr mit dem Körper anfangt zu drehen. Denn dann holt ihr den Schläger von hinten her und könnt nach rechts durchschwingen. Mit dieser Release-Bewegung, die wir zuvor uns angeschaut haben. Und dazu habe ich jetzt noch eine sehr, sehr gute Übung für euch, wo ihr im Prinzip zwei Headcovers braucht. Das eine legt ihr in Zielrichtung gesehen auf die Innenseite und zwar genau nach dem Ball und das andere auf der Außenseite der Ziellinie in die andere Richtung von dem Ball. Das ist jetzt so ein kleines Gate, wo ihr durchschwingen könnt und das soll euch helfen, die Vorstellung zu haben, dass der Schwungweg von innen nach außen geht. Der Schwungweg von außen nach innen ist blockiert durch diese zwei Schlägerhauben. Das heißt, werdet ihr gleichermaßen von außen nach innen schwingen, dann werdet ihr eine oder auch beide Schlägerhauben treffen. Das ist absolut das Beste, was ihr machen könnt, um hier diese Bewegung ins Gefühl zu bekommen. Und die Vorstellung ist eben von hier oben den Schläger hinter den Körper fallen zu lassen und dann wirklich gefühlt von innen nach außen zum Ball schwingen und in ein sehr weites Finish durchschwingen. Gut, dann versuchen wir das mal
schauen, ob wir das zusammenbekommen. Jawohl. Und hier kommt schon ein kleiner Draw heraus. Hat super funktioniert. Ihr seht auch, die beiden Hauben liegen noch da. Das sind die zwei großen Faktoren, die verantwortlich sind für den Slice. Wir haben als allererstes gehabt die Schlagfläche und als zweites die Schwungrichtung. Das heißt, ihr könnt auch aus dieser Position hier, wenn der Schläger von innen zum Ball kommt und nach außen geht, ihr werdet viel mehr Geschwindigkeit erzeugen können, und es würde mich nicht wundern, wenn ihr auch viel, viel weitere Drives damit schlagt. Und natürlich auch Mitte Fairway, wo ihr sie haben wollt. Als kleine letzte Sache gibt es noch etwas, das auch dafür verantwortlich ist, dass der Ball kurvt. Und zwar ist das die Strike Location. Wo treffen wir den Ball auf der Schlagfläche? Die Slicer unter euch treffen den meistens, wenn ihr hier eine gerade Linie euch vorstellt, von der Mitte der Schlagfläche nach unten, treffen den eher auf der Innenseite, das heißt näher zum Schaft. Der Schläger ist so gebaut und die Schlagfläche ist so gebogen, dass das passiert. Das nennt man Gear-Effekt. Das heißt, treffe ich ihn weiter innen, hat der Ball eine Tendenz, nach rechts zu kurven. Gut, und das könnt ihr auch im Prinzip sehen, indem ihr entweder ein Impact-Tape drauf gebt, oder man sieht es auch sehr oft, wenn die Bälle nass sind, oder es ist oft ein Abdruck drauf. Ihr könnt auch einen Impact-Spray drauf sprühen, dass ihr seht, wo trefft ihr die Bälle. Und seid ihr ein Spieler, der die Bälle weiter innen trifft, dann versucht bewusst, den Ball mehr vorne am Schläger zu treffen. Das heißt, wir wollen ihn natürlich optimal in der Mitte treffen. Die Vorstellung aber, dass ihr den eher Richtung Spitze außen trefft, in diesem Bereich hier, kann sehr, sehr hilfreich sein, um hier den letzten kleinen Teil dazu zu geben, um keinen Slice mehr zu schlagen. Und das versuchen wir jetzt nochmal. Ja, kommt auch schon ein schöner Draw dabei heraus. Das sind die wichtigsten Sachen in einfachen Schritten mit jeweils einer Übung dazu, wie ihr den Slice wegbekommt. Kommentiert unten dran, ob es geholfen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen, aktiviert die Klingel, und wir sehen uns beim nächsten Video.